Hallo Leute und damit begrüße ich euch zu einem neuen Review von GSP Airsoft. Heute haben wir hier die Cybergun FMP90 TR im AEG-Format liegen. Gibt's bei Kotto und Zeller für 249 Euro. Und los geht's. Ja, Karton in Weiß mit einem schönen dicken Aufkleber drauf. P90 TR stehen einige Informationen drauf, wie Schussleistung, wie viel Kugeln ins Magazin gehen und so weiter. Von der Seite haben wir nichts, von unten haben wir auch nichts, also einfach nur ein weißer Karton. Ja, made in Hongkong ist das Ding und jetzt öffnen wir es einmal. So und sofort lächelt uns natürlich die Bedienungsanleitung an. Hier geht es im Großen und Ganzen, wie ihr das Magazin befüllt, wie ihr das Magazin einführt und wie ihr den Akku tauscht, wo das Hop-Up sich befindet und ja, wie ihr von Vollauto auf Semi-Auto umstellt und so weiter. Ja, da ist sie auch schon, die P90 mit Magazin und einigen Kugeln zum Lieferumfang. Klar, Magazin, 300 Schuss Heike im P90 Style. Dann die P90 an sich. Reinigungsstab mit ein bisschen Klebeband dran. Tesa. Und einer Packung BBs. Ja. Dann holen wir sie mal raus und fangen mit dem Review an. Da liegt sie, die P90. Ja, ich wollte die schon immer mal so in der Hand haben. Und jetzt habe ich sie. Und zwar zur Länge. 500 mm ist das gute Stück lang. Also wirklich gar nicht lang, wenn man sich mal meine Finger anguckt. Ah, ist das ein guter Vergleich? Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich klein, ist ja auch eine MP. Dann zum Gewicht, wirklich sehr leichte 1805 Gramm. Ja, und das war's eigentlich zu den Informationen. Dann würde ich sagen, befassen wir uns als erstes mal mit dem Magazin. Ja, jetzt zum Magazin. Wie schon gesagt, ist ein 300 Schuss Highcap Magazin aus komplett Plastik, wo sich die Feder, die sich hier drin befindet, aus Metall ist. Ja, wie erkläre ich euch das am besten? Ihr habt hier so eine kleine Schublade, die könnt ihr aufmachen. Können natürlich nur Menschen mit Fingernägeln. Dann, wenn ihr die Klappe auf habt, zieht ihr einfach die Feder zurück. Die bleibt dann hinten, wenn die Klappe auf ist. Und ihr könnt da eure BBs einfüllen. Ja, danach einfach Klappe zu, Feder wieder entspannen lassen und hier vorne dran drehen. Ist eigentlich ganz easy peasy. Ja, und das war's dann auch schon zum Magazin. So, jetzt habe ich euch mal ein bisschen näher rangeholt. Da liegt das gute Stück, die FNP90 TR AEG, also 0,5 Joule. Hat wie gesagt gekostet 249 Euro, ein bisschen überteuert, wie ich jetzt ganz ehrlich sagen muss. Das Ding ist wirklich pissklein, besteht von außen wirklich komplett aus Plastik. Und ja, hat eigentlich nur eine Metallgearbox. So, wo wir gerade bei den Metallteilen sind, fangen wir damit auch mal als erstes an. Und zwar, wie schon gesagt, ist die Gearbox aus Metall. Der Innenlauf ist aus Metall. Der Flash-Hider vorne ist auch aus Metall. Und die drei Schienen, die sich an der P90 befinden, und zwar links an der Seite, oben drauf und rechts auf der Seite, sind auch aus Metall. Ja, im Großen und Ganzen handelt es sich bei der Cybergun P90 TR um ein Classic Army Sportline Gewehr. Erkennbar an dem blauen Aluminium Innenlauf. Aber das können wir jetzt nicht sehen.
Und an der Gearbox, das schreibt zumindest Kotte und Zeller, kann ich eigentlich auch bestätigen. Diese P90 von Cybergun ist Tokyo Mauri kompatibel, also könnt ihr hier Tokyo Mauri Artikel wie Tuningteile und so weiter einfügen. Soll alles wunderbar passen. Ja, Gearbox ist eine Metall Version 6 Gearbox und besteht, wie schon gesagt, komplett aus Metall. Dann geht's mal weiter. Ja, P90 ist nicht jedermanns Sache. Besonders jetzt von der Optik her. Ich bin ganz ehrlich, die gefällt mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Waffe. Die sieht sowas von scheiße aus. Aber in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und deswegen kann da jeder von was sagen, was er will. Ich finde sie scheiße. Vom Optischen jetzt her, was sie dann wirklich leistet, sehen wir dann im Schusstest. So, dann fangen wir mal an. Fangen wir mit dem Akku an. Akku, gutes Stichwort, ist keiner bei. Da ist kein Akku bei. Den könnt ihr noch dabei kaufen. Dann liegt der Preis von dem Ganzen bei rund 270 Euro, da ihr Ladegerät und Akku braucht. Akku habe ich jetzt einen. Ist ein Small Type, 8,4 Volt, 1600 mAh Akku, auch von Kotte und Zeller, könnt ihr dabei kaufen. Erfüllt seinen Zweck, reicht auf jeden Fall. Also kein Akku dabei. So, wie gesagt, Akkufach ist hinten im Schaft drinne, wenn man das überhaupt Schaft nennen kann. Hier hinten ist ein kleiner Knopf, den müsst ihr drücken und das Ganze dann rausziehen. Geht eigentlich ganz leicht, ist auch super gemacht. Und hier hinten habt ihr dann den Stecker. Platz für den Akku ist hier eigentlich genug drinne. Sollte eigentlich ganz gut funzeln. Jo, dann nehmen wir da rein. Einfach draufstecken und hochschieben. So, so leicht geht das. Zum Body. Alles Plastik. Wirklich alles Plastik. Bis auf die Schiene hier oben. Selbst der Abzug ist aus Plastik. Repetiereinheit, wollte ich gerade sagen. Ja, zum Reparieren die Schiene hier. Klar, aus Metall. Also auf jeden Fall Aluminium. Feuerwehrhebel befindet sich unten beim Abzug. Haben wir einmal Safe, Einzelschuss und Automodus. Könnt ihr hier dran drehen. Lässt sich dann ganz einfach einstellen. Dann kommen wir auch mal schnell zum Einstellen des Hop-Ups. Und zwar ist das hier wirklich sehr schön gemacht. Wenn wir mal sehen, könnt ihr das sehen? Hier ist so eine kleine Klappe. Was heißt Klappe? So ein kleines Schiebetor da. Da schiebt ihr einfach mal nach hinten offen. Zack, offen. Ja, und dann ist da so ein kleines Rädchen. Das kann man jetzt wirklich sehr scheiße sehen. Auf jeden Fall könnt ihr daran drehen. Das ist wirklich mega leicht und easy. Könnt ihr ganz einfach einstellen. Das Hop-Up, wie ihr es gerne hättet. Und danach Schiebeklappe einfach wieder zu. Zack. Und fertig ist die Sache. Ja, dann fügen wir auch mal das Magazin ein. Und zwar hier, wo die Kugeln dann rauskommen aus diesem Loch. Ist klar, wird draufgesetzt. Führen wir das Magazin einfach mal dort ein. Zack. So einschieben. Drinne ist es und so sieht das Ganze dann fertig aus. Die P90. Klein, kompakt, hohe Schussrate. Zu den Markings. Hier steht eigentlich nur Modell 90, Kaliber 5,7 x 28. SS90. Sowas ähnliches steht auch oben bei der Schiene 90 Kaliber 5,7 mal 28. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Hier denke ich mal, das wird die Seriennummer sein, die sich dort befindet. Dann noch irgendwas Wichtiges von der anderen Seite könnten wir auch mal gucken. Hier steht es dann auch nochmal Classic Army Made in Hongkong. Ja. Das waren eigentlich so die großen Markings, die sich hier dran befinden. Zur Verarbeitung. Ihr seht selber hier riesige Naht. Die springt uns fast entgegen. Das sieht auf jeden Fall nicht so nice aus.
zusammengeschweißt. Hier hinten auch riesig die Naht. Aber naja. Ist halt unten drauf. Sieht man auch nicht so. Okay, oben ist es genauso. Wirklich eine Mega-Naht. Aber Käse was drauf. Dies, das, Ananas. So, bevor ihr euch jetzt fragt, ja, ganz schön teuer die Waffe, 249 Euro und dann fehlt auch noch der Akku plus Ladegerät, sind wir wieder bei 270 Euro. Und dann fehlt noch die Optik obendrauf, die dann nochmal 60 bis 100 Euro kostet. Ja, wir haben hier was, und zwar Kimme und Korn. Seht ihr? Wirklich top. Nein, auf jeden Fall. Wenn ihr diese Waffe habt, solltet ihr euch auf jeden Fall irgendeine andere Optik kaufen, weil das geht gar nicht. Das ist wirklich Schwachsinn. Also die Anschaffungskosten von diesem Stück hier sind wirklich ziemlich hoch für sowas Kleines, wenn man das mal sieht. So groß wie eine Handfeuerwaffe. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Waffe einfach komplett Tokio Marui kompatibel ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke es mir. Das war's auf jeden Fall zu P90. Jetzt kommen wir mal zum Fazit. Ja, Leute, dann kommen wir jetzt einmal zu meinem Fazit zur Cyberland Classic Army FNP90 TR. Ja, zur Verarbeitung, wie schon gesagt, gefällt mir das eigentlich eher weniger, da die Nähte dieser Waffe, wo die zusammengeschweißt wurde, einfach wirklich überdimensional sind. Das ist wirklich richtig eklig. Sieht auch ein bisschen billig aus. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen billig. Zur Optik brauche ich nichts sagen. Ich habe gesagt, ist nicht mein Fall, ist meine Sache. Wirklich, ihr kriegt hier eine Waffe, die 500 mm lang ist. Eine Gearbox Metal Version 6 hat, aber für 250 Euro ist das doch schon etwas übertrieben, da immer noch kein Akku bei ist und ich den auch erst wieder kaufen musste. Plus Ladegerät. Plus, wenn ihr mit dieser Waffe spielen wollt, braucht ihr noch eine Optik darauf. Seid ihr auch bei 320, 340 Euro für eine 0,5 Joule Software von Cybergun. Ja, wie schon gesagt, könnte daran liegen, dass das Ding einfach Tokio Marui kompatibel ist, aber ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein ziemlich stolzer Preis für das Ding. Und wenn ich schon sage, die Verarbeitung ist da jetzt auch nicht so Bombe, sieht auch nicht so gut aus, ist das Ding eigentlich ein kompletter Preisflop. Kotte und Zeller, wenn ihr euch das Video anguckt, das Ding ist ein Flop. Ich weiß auch nicht. Einfach viel zu teuer, das Baby. Was jetzt der Schusstest zeigt, dazu kommen wir dann natürlich nächste Woche. Am Ende bleibt mir jetzt nur zu sagen, Verarbeitung nicht ganz so gut. Preis übertrieben. Aber klar, ein echter P90-Fan, der lässt sich sowas nicht entgehen. Es gibt hier wirklich viele Modelle von vielen Herstellern. Das war jetzt eine von der Preiskategorie. Naja, geht natürlich noch bis über 300 Euro, das Baby. Aber ich denke, das war es dann jetzt auch erstmal zur FNP90 TR AEG 0,5 Joule Software. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Joris von GSP Airsoft. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.